Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales hier auf meinem Handy. Und es ist soweit, das Gebiet wurde neu gemacht, das Hintere. Wir gucken erstmal, ob wir endlich mal den Friesen haben. Nein, wir haben ihn nicht. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal ein Pferd. Wir nehmen extra kein Fliegendes, wir nehmen nämlich North. Und dann reiten wir mal in den neu gemachten Bereich. Ich hoffe, ihr seid alle hyped drauf. Denn der neue Bereich, oder sagt der alte, gereworkte Bereich, ist live. Und wir schauen ihn uns einfach mal zusammen an. Ihr seht hier schon, oh, hier wurde auch schon einiges geändert. Wie ihr seht, hier sind jetzt nämlich so, uiuiui, so Bereiche, so Rampen und alles in der Art. Hier geht es jetzt nach oben. Hier wurde das nämlich alles optisch gereworked. Da geht es nach oben, aber ins Nichts rein. Hier haben wir jetzt ein paar Häuser und oh mein Gott, schaut es euch an. Das hier wurde alles neu gemacht und das sieht eigentlich ziemlich, ziemlich cool aus. Also holla, die Waldfee. Uiuiui, hier haben wir jetzt ein schönes kleines Grillfleckchen. Hier geht's nach oben zu einer Windmühle. Uiuiuiui. Wow. Es hat definitiv was. Also es sieht ganz cool aus. Uiuiuiuiuiui. Schaut's euch an. So sieht das Ganze hier aus. Wow. Dann drüben haben wir noch die Windmühle und ich glaube, dass wir jetzt im besten Fall mal doch ein fliegendes Pferd uns rausholen. Nehmen wir aber mal unser allererstes Flying Horse hier. Und schauen uns das Ganze nochmal so an. So sieht das Ganze jetzt aus. Uiuiui, es hat sich richtig was getan optisch. Leider gibt es keine neuen Quests dazu. Es sieht zwar wirklich nice aus, hat aber leider keine neuen Quests. Aber, es ist eine wirklich schön gemachte Gegend geworden. Sieht wirklich ganz nice aus. Ich wollte jetzt gerade sagen, hier steht doch neuer NPC. Hier steht aber nicht, da haben wir ein Pferd. Leider, ich habe jetzt in letzter Zeit sau viele magische Pferde. Aber leider keinen von den Friesen. Ich habe sogar einiges gehabt jetzt von den Super Rare Sachen hier, also von den Fantasy Friesen sogar jetzt hier zum Fangen, aber leider halt wirklich nicht den Wavy, weil wir brauchen ja leider brauchen wir fürs Breeding immer den Wavy. Und ich hätte es gefeiert, wenn man das Pferd nur gefangen haben muss und eben nicht im Stall haben muss, weil ich habe ja leider den Wavy verkauft und mir den Flying Wavy geholt. Aber leider brauchst du ja nicht den Flying Wavy, also den Wavy mit Flügeln, sondern eben du brauchst den Wavy ohne Flügel. Und das ist leider der Fall. Deswegen heißt es hier noch ein wenig warten, bis wir da die Möglichkeit haben, in dem Bereich was zu machen. Aber ja, wir hoffen mal, für die Zukunft kommt da vielleicht nochmal das eine oder andere rein. Ich persönlich muss sagen, ich finde es cool, was sie hier gemacht haben. Ich finde es wirklich nice gemacht. Leider aber eben nichts Questrelevantes. Also sobald hier eine neue Quest kommt, feiere ich das ja. Ich spiele das Spiel seit Anfang und werde es natürlich extrem feiern, wenn sie da mal was Neues dazu reinpacken. Ich persönlich level gerade eben noch von den Äpfeln immer meine Pferde auf 100. Also Blue Steel ist gerade das nächste, was auf 100 kommen soll. Von daher alle Äpfel hier in Blue Steel rein. Einmal schnell. Blue Steel soll als nächstes auf Level 100 kommen. Wenn ihr euch fragt, warum, ihr bekommt halt Erfolge dafür. Und Erfolge geben euch immer Gems. Und mehr Gems heißt, wir können uns wieder mal ein neues Fantasy-Pferd auch kaufen. Und daher, schaut es euch an, bald ist es 100. So, jetzt sind wir schon bei fast 96. Also es wird. Bald haben wir wieder genügend Edelsteine, um uns da auch was zu holen.
Ich guck mal gerade, wir müssen hier noch ein bisschen Wolle und noch die Pferde happy machen. Das können wir ja immer Gott sei Dank mit einem Pferd machen. Das ist das Nice, wenn man, VIP-Care hat. Dann muss man nämlich immer nur ein Pferd machen. Das ist dann doch ein ganz schöner Vorteil. Da geht es deutlich weniger in die Ressourcen rein. Von daher ist das schon mal super. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie euch das neue Gebiet gefällt. Ich finde es an sich schön gemacht. Leider halt wirklich ohne Story. Aber, oh mein Gott, wir haben hier so viele Pferde noch, die wir verkaufen können. Die halt immer aus diesen Random-Sachen kommen. Deswegen haben wir da so viele Pferde hier. Und die bleiben halt auch immer ewig, ne? Schaut es euch an. Und ich hoffe ja, dass wir dabei Zeiten auch mal dann den Wavy bekommen. Weil sobald der Wavy da ist, kann ich euch sagen, werden wir auf jeden Fall ordentlich züchten. So. Und dann verkaufe ich das hier jetzt noch. Und dann seht ihr, hier haben wir noch hier den Apfelschimmel. Das Schöne ist halt jetzt, dass dieser Bereich hier hinten jetzt immer so ein bisschen diesen Waldbereich hat. So. Wenn ihr euch fragt, warum ich diese Bobbles immer werfe, damit das Pferd nicht näher rankommt. Und ich habe halt echt viele davon. Von daher machen wir das so. Und dann kann man nämlich hier immer noch... Das sieht halt wirklich schön aus. Das war so mega leer und alles. Ich bin mal gespannt, wie da die Rennen jetzt aussehen. Ob die da auch durch diesen Bereich gehen. Oder ob sie die Rennen da recht ähnlich gehalten haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch ein Pferd. Ah, nein, nicht weglaufen. So, warum stehen da so viele Haustiere rum? Einfach mal Haustiersammelstelle. So, haben wir das auch noch. Dann sage ich aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bin gespannt, was ihr zum neuen Update sagt. Bis dann. Ciao, ciao.